was ich bekommen habe von einer Teilnehmerin aus dem Divine Creation Circle aus der letzten Runde. Und das ist ja eine Überraschung für mich. Hallo, guten Morgen, Myrivet. Wenn die Dinge so aufgehen, wenn das so passieren darf, ja. Also, sie war sehr frustriert. Sie war sehr beängstigt. Sie wusste ganz genau, dass sie aus ihrem Haus Ende des Jahres ausziehen muss. Das war schon verkauft. Und sie war eigentlich sehr, sehr guter Dinge. Aber je kürzer die Zeit geworden ist, desto nervöser wurde sie und hat sich Sorgen gemacht. Und ja, wie soll das gehen? Es gibt ja keine Zeit mehr, irgendwas zu finden. Es ist die Corona-Krise. 100.000 Argumente hat sie gehabt, warum das jetzt nicht mehr klappen kann mit diesem Haus, das sie eigentlich braucht, weil ihr es eben verkauft worden ist. Und also sie war sehr niedergeschlagen, sie war sehr beängstigt, sie hat keinen Ausweg gesehen. Also, guten Morgen, Myrivet. Ja, du warst ja auch live dabei, glaube ich, genau. Und sie war immer ein bisschen bedrückt und auch hoffnungslos, und andere haben dann Erfolge gehabt und haben irgendwas umgesetzt gekriegt, und sie saß immer noch da, hatte kein Haus, hatte keine Vorstellung, wie das jemals kommen sollte. Ja, und da geht es wirklich darum, das richtige Denken aufzusetzen und zu verstehen, wie unsere Welt, wie das Universum funktioniert, wie wir funktionieren, was unsere Kraft, wo unsere Kraft und wo unsere Power liegt. Und weil uns das halt als Kinder von klein an eben genau das Gegenteil von dem beigebracht worden ist, was wahr ist, wie wirklich das Universum die Dinge zu uns bringt, ist es so unsäglich schwer, uns lange genug dran zu halten, uns lange genug so zu verhalten. Ja, gell, Myrivet, hast du gesehen? Ja, uns lange genug so zu verhalten, dass die Dinge aufpoppen können, die wir uns wünschen. Und lange genug daran zu glauben, dass wir tatsächlich an einem unendlichen, unbeschränkten Universum leben, wo alles einfach da ist. Es ist alles einfach für uns da. Und zwar auch, wenn wir es nicht sehen. Und bei dieser Teilnehmerin im Divine Creation Circle, sie war so festgefahren an dem Außen, an dem, was widerfahren ist, an der Enttäuschung, dass sie eigentlich ja schon ein Haus gehabt hätte, was ihr so gut gefallen hatte, und an der Vorstellung, dass jetzt eben die Zeit schon so drängt und einfach, sie muss ausziehen und sie weiß nicht wohin und sie weiß nicht mit ihren Sachen und so weiter und so fort. Und sie war so in diesem Panikmodus, in diesem Angstmodus, dass sie diese unendlichen Möglichkeiten, die ja noch da sind, außer der einen Möglichkeit oder den wenigen Möglichkeiten, die sie für sich erkannt hat, dass es da noch so viele andere Möglichkeiten gibt für sie, ein Haus zu finden, das ihr gut gefällt. Und ich lese euch jetzt mal vor, was sie mir geschrieben hat. Und vielleicht habt ihr den Post schon gesehen, aber ich kann es nicht oft genug lesen, weil es einfach so wahr ist, weil es einfach nur um das geht. Und es geht darum, wenn ich etwas haben möchte, dann darf ich nicht glauben, dass es nicht möglich ist. In dem Moment, in dem ich glaube, dass das, was ich haben möchte, ich nicht haben kann, dann habe ich immer recht. Es ist einfach so. Und mich dorthin zu bringen, against all odds, also gegen alle Widerstände, gegen alles, was sich mir zeigt, in der Jetzt-Realität, alles, was ich mir als Logik zusammengefasst habe, wie die Dinge funktionieren, weil ja Corona ist, weil ja das ist auf dem Hausmarkt oder was auch immer mich betrifft, diese Dinge darf ich nicht erlauben, dass sie mir vorgeben, was ich mir wünschen darf. Und jetzt lese ich euch dann kurz vor, was sie geschrieben hat. Ich habe mein Haus gefunden. Und alle, die dabei waren in diesem Divine Creation Circle, die sind wahrscheinlich genauso aus dem Häuschen wie ich, dass sie es geschafft hat, ihre Energie so zu drehen und so zu verändern, dass sie ihr Haus gefunden hat. Und da sind manchmal so
Kleinigkeiten, aber große Kleinigkeiten drin, die du gar nicht weißt, was dich wirklich blockiert. Du weißt zwar einerseits, du möchtest so, so gerne ein Haus, du weißt auch, wie das Haus aussehen soll, aber eigentlich möchtest du ein ganz anderes Haus, ja? Eigentlich möchtest du ein viel tolleres Haus. Aber du lässt es dir nicht zu, weil es dein Geldbeutel nicht zulässt. Ja, gell, Susi? Und das war irgendwo so dieses Thema, auch diese Themen in der Gruppe, ja, die aufkommen, die jeden Einzelnen wieder betreffen, wo jeder Einzelne wieder Lösung hat. Und zwar hat sie dann geschrieben, der Vertrag wird am Dienstag unterschrieben. Es waren sehr herausfordernde Wochen und mir stehen noch intensive Arbeitswochen bevor. Sorry an dieser Stelle für mein spätes Feedback. Liebe Patricia, ich habe mein Haus gefunden und zwar ein besseres als jenes, das ich so sehr im Visier hatte, dann plötzlich nicht mehr zum Verkauf stand. Genau wie du im zweiten Call zu mir gesagt hast, es kommt etwas Besseres. Das ist nicht das Richtige. Es ist so cool. Und es ist genau das. Wenn dein Verstand sich etwas vorstellt, was er unbedingt haben will und er sich auf etwas fixiert, was er schon mal gesehen hat und sagt, es ist unbedingt das und es darf nichts anderes sein, weil das ist toll. Aber dein Herz ganz tief im Inneren weiß, dass du eigentlich etwas anderes möchtest. Und das haben wir bei ihr auch rausgefunden. Eigentlich möchte sie ein viel tolleres Haus. Eigentlich möchte sie, dass das letzte Haus, das sie jetzt kauft und bezieht, ihr absolutes, hundertprozentiges Traumhaus ist. Und dieses Haus, das sie gesehen hat und das in ihr Budget gepasst hat und es so ein ziemlich guter Kompromiss war von dem, was eigentlich ihr Herzenswunsch war, dachte sie, das müsste es sein. Aber ihr Herz und dieses Herz, das weiß so genau, was du wirklich, wirklich willst. Ja, das lässt sich nicht beirren. Das mag keine Kompromisse, ja. Das will nicht, dass du irgendwie ein bisschen weniger nimmst oder ein bisschen kleiner oder ein bisschen günstiger, wenn es schon gespürt hat, was du eigentlich wirklich, wirklich willst. Ja, wenn es da schon gespürt hat. Ja, genau. Und das haben wir dann im 1-zu-1-Coaching haben wir das rausgefunden und ich habe gesagt, das ist nicht, was du willst. Du willst viel, viel was anderes. Und dann kam noch was anderes dazu. Und zwar haben wir dann ein Video gehabt über Schulden. Ja, das war ein Thema, dass es so schlimm belegt ist, wenn du Schulden hast. Ja, und das war für viele, viele in dieser Gruppe war das ein Thema und es war einfach auch wieder eine Lüge, den die meisten gesessen worden sind und zwar, dass es schlimm ist, Schulden zu haben und dass du ein schlechter oder wertloser oder nicht guter Mensch bist, weil du Schulden hast. Und in diesem Video in der Gruppe habe ich das für die Leute gedreht, weil es ist nicht so. Und hier schreibt eben auch, schreibt sie auch, es gab viele Gespräche mit unterschiedlichen Banken und ich bin so dankbar, dass ich kreditwürdig bin. Auch die neue Sichtweise stammt maßgeblich eben aus diesem Video, das du uns zur Verfügung gestellt hast. Weg von Schuld, Schuldendenken hin zu, ich bin würdig, dass man mir Geld leiht. Ja? Hallo Katrin. Und das ist so ein riesengroßer Unterschied, dass du diese Perspektiven mal annimmst, zulässt und sagst, was bedeutet das eigentlich? Dieses Thema Schuld, ja, ist ein riesengroßes Thema, das darf jeder für sich drehen. Schuld oder auch Schulden, finanzielle Schulden zu haben und was du für Rückschlüsse auf dich als Mensch, wer du wirklich bist oder wer du sein darfst, wer du dir erlaubst zu sein, was du damit machst, wenn du dich schuldig fühlst, egal schuldig im Sinne von du schuldest Geld oder du schuldest Aufmerksamkeit oder du schuldest was auch immer, ja, das macht so viel mit dir, das verändert deine Energie und wenn du als Schuldner durch die Welt gehst, bist du eben ein Schuldiger, der immer in der Schuld steht, der immer geben sollte aus deinem Systemvorstellung heraus, weil du bist ja schuldig und du bist klein und du bist minderwertig, ja, klein und minderwertig. Da gewinnst du nichts, ja? Da gewinnst du nichts im Leben, da gewinnst du nichts in der Beziehung, da gewinnst du nichts im Job, da gewinnst du nichts im Business.
Und es ist so, so cool. Und dann hat es ihr erlaubt, sich das Haus, ihr Traumhaus zu finanzieren, ihr wirkliches Traumhaus, weil sie dazu gestanden ist, was sie sich wirklich wünscht und weil sie ihren Wert erkannt hat, weil sie erkannt hat, dass ihr ein tolles, ein viel, viel tolleres und besseres Haus zusteht, als sie sich eingestanden hat. Und das ist, dann hat sie sich's möglich gemacht und hat auf ihren Herzenswunsch gehört und hat ihren Herzenswunsch angefangen umzusetzen, weil sie gespürt hat, dass sie es wert ist, ihren Herzenswunsch, ihr Traumhaus in ihr Leben zu ziehen. Und nur so geht es. Und das ist einfach so wunderbar. Dann schreibt sie noch, natürlich sinkt mein Energielevel bei all diesen Herausforderungen immer wieder ab. Dann nütze ich die Zeit, deine motivierenden Videos zu hören und es geht wieder aufwärts. Weil es auch so ist, dass diese Videos, die wir haben, die wir gemacht haben, dass die in der Gruppe noch immer zur Verfügung stehen, lebenslang, ja. Und das ist so hilfreich. Und dann besonders liebe ich die Aufzeichnung von unserem 1:1-Gespräch, das so viel länger als eine Stunde gedauert hat. Danke, du bist so großzügig und wärmend. Es gibt mir so viel Power. Ja, und das ist auch etwas, ja, das mache ich. Mir liegt jede Einzelne, mit der ich zusammenarbeiten darf, die liegt mir so, so fest am Herzen. Und ich freue mich so riesig auf solche Ergebnisse. Und dann schreibt sie noch, meine Abers korrigierst du sanft und kraftvoll. Ich bin dankbar, dass du meinen Blickwinkel zu gegebener Situation erweiterst, eine sogenannte Breitwinkellinse installierst. Wenn ich dir zuhöre, eine Leichtigkeit in mir entsteht und so vieles mehr. Ich liebe die Begeisterung und deinen Glauben, dass wir göttliche Wesen sind. Und ich liebe es, dass der Funke Energie über mich überspringt. So vor ein paar Tagen wurde ich mit dem Gedanken noch im Alpha-Zustand munter, ich bin ein göttliches Wesen. Es hat sich so gut angefühlt. Und darum geht's, dass wir tiefer und tiefer bis in jede Zelle verstehen, wer wir hier auf dieser Erde sind, wo unsere wirklichen Machtpotenziale, und zwar nicht im Sinne von Macht, sondern Kraftpotenziale, weil wir sind ja so aus dem Herzen gesteuert. Wir wollen ja nur das Beste. Alle, die hier sind, die mir zuhören, die wissen es ganz genau, dass sie das Beste für sich und für alle anderen wünschen. Und dass das auch so sein darf. Nur mit welchen Mitteln kannst du es erreichen, ja? Wie kannst du es erreichen? Aus dir heraus, aus deinem Inneren heraus. Und dein Inneres darf göttlich installiert werden, dass diese ganze Kraft in dir aktiviert wird. Deine göttliche Kraft in dir zu aktivieren für dich und für andere. Und das ist dieser Weg, der so, so wunderbar ist. Und wie gesagt, ich wünsche mir noch sehr viel mehr von diesen grandiosen Erfolgsstories, die ich immer wieder hier auch poste und auch teile, weil es bei diesen Stories eben nicht darum geht, wie großartig ich bin, sondern es geht darum, wie großartig jede einzelne von euch ist, wenn sie anfängt, ihre göttliche Kraft auszupacken und einzusetzen und aus diesem göttlichen Sein heraus hier zu wirken, zu schaffen und zu erwirken. Und das ist einfach diese größte Freude und ich wüsste nichts, was mir mehr Freude macht, als Zeugin zu sein von solchen Wundern, die eigentlich ganz normal sind für uns hier als Menschenwesen. Und wir werden in Zukunft viel mehr Platz und viel mehr von außen auch Unterstützung bekommen, um Wunder eins nach dem anderen zu kreieren, jeder in seinem eigenen Leben und in den Leben mithelfen, dass es in den Leben von anderen Menschen ganz viele Wunder gibt. Ja, also du hast immer noch die Möglichkeit zum Vorzugspreis, ich weiß nicht, irgendwann mal gegen Mittag wird wahrscheinlich das System umspringen und den Divine Money Celebration Kurs auf 3.000 Euro hoch katapultieren, was auch noch irgendwo ein Geschenkspreis ist für das, was du bekommst, wenn du in der Divine Money dabei bist. Also, falls du dich doch noch gerufen fühlst, jetzt im Moment für 1.500 Euro die 2 Monate mit uns mitzureisen, es ist einfach, es ist magisch, weil Magie, wir
eröffnen einen magischen Raum und du lässt deine Schichten ab, die dich von dieser Magie trennen, deine Schichten aus vergangenen Geschichten und Stories, wo du immer noch denkst, es hat irgendetwas mit dem zu tun, was du wirklich bist. Dabei ist es nur irgendetwas, was du dir angezogen hast, was du dir über hast werfen lassen, über dein wahres Sein. Und jetzt geht es darum, alles wieder abzuziehen und abzustrippen und wirklich zu spüren, wer du bist. Und aus diesem tollen, tollen Lebensgefühl in hundertprozentiger Bedingungslosigkeit deine Liebe ins Leben rauszuschmeißen. Und diese Energie erhebt alle Menschen, die nur irgendetwas mit dir zu tun haben. Und das ist einfach das schönste Lebensgefühl, wenn man sich das erlauben darf, aus dieser Fülle, aus dieser Göttlichkeit heraus zu leben und zu kreieren und sich selber Wünsche, Träume zu erfüllen. Und gleichzeitig, wenn ich mir einen Wunsch und einen Traum erfülle und ihr das beobachtet, dann gebe ich euch insgeheim oder offensichtlich die Erlaubnis, auch für eure Wünsche und Träume zu gehen. Und je mehr Menschen für ihre Wünsche und Träume gehen und die Perspektiven verändern und sagen, klar bin ich hier für Wünsche und Träume, klar bin ich hier für ein geiles, erfülltes Leben in Liebe und in Freude und in Leichtigkeit. Für was anderes bin ich ja gar nicht gedacht. Dafür war ich ja schon immer die göttliche Idee. Und wenn du das mehr und mehr in jede Zelle integrierst und am Morgen auch aufwachst und einfach sagst, ja Mann, wie geil ist das denn? Bring it on, bring die Überraschungen. Und du kriegst einfach den Beweis, wie ich heute Morgen, ich rechne mit gar nichts und meistens schaue ich auch so früh gar nicht die E-Mails an, aber irgendwo hatte ich den Impuls, E-Mails anschauen, wow. Und mir kamen so die Tränen und ich habe mich so, so sehr gefreut. Ich könnte mich nicht mehr freuen über irgendeinen eigenen Wunsch, der sich für mich in Erfüllung bringt. Es ist für mich das Gleiche, ob die Leute, die mit mir im Umfeld sind, mit mir zusammenarbeiten, ihre Wünsche erfüllen oder ob ich meine Wünsche erfülle. Ich freue mich einfach so, so riesig und es ist einfach so schön. Und das ist das, was ich schon immer, immer wollte. Im tiefsten meines Herzens wollte ich immer schon Zeugin sein, wie sich Menschen freuen. Ja, wie sich Menschen freuen, wie Menschen überrascht sind, wie Menschen einfach in ihre Größe, in ihr wunderbares, wahres Sein hineintreten und das feiern. Und mich freut nichts mehr, als Zeugin von so etwas zu sein. Und ich war so traurig, als ich nicht die Möglichkeit hatte, Zeugin von so wunderbaren Dingen zu sein, weil mein Ich, das Ich, das ich mir angenommen habe, das ich mir dann übergezogen habe, halt ganz viele falsche Vorstellungen hatte und ich immer versucht habe, mit Ach und Krach irgendwie die Leute dazu zu zwingen, sich zu freuen und glücklich zu sein, ihre Potenziale zu sehen. Guten Morgen, Anja. Ihre Potenziale zu sehen, ihre Großartigkeit für sich selber anzuerkennen. Und dann bin ich immer an Leute hingelaufen, die hatten keinen Bock, großartig zu sein. Die wollten sich weiter scheiße finden, die wollten sich weiter als Opfer finden. Und ich habe immer gewusst, dass in jedem einfach das Potenzial liegt, glücklich und großartig zu sein. Aber ich kann es halt nur dann rausholen, wenn jemand mir den Auftrag gibt und sagt, ja, ich bin jetzt bereit zu sehen, wie großartig ich bin. Ich bin bereit zu sehen, wie großartig das Leben sein kann. Ich bin bereit zu sehen, was hier alles noch für mich drin liegt in diesem Leben. Ich öffne mich für Magie, für Potenzial, für Unbekanntes, Unendliches, was für mich ganz neu ist. Ich bin da und ich bin bereit, Neues, Neues, Neues zu sehen. Und wenn ich bereit bin, dann kommen die Leute, die auch bereit sind. Aber ich muss nicht zu irgendjemandem hingehen, was ich immer so gerne gemacht habe bei Partnern, ja, bei Männern in meinem Fall, wo ich dann gedacht habe, wieso wissen die nicht, wie toll die sind? Und nachher habe ich mich quasi in das Bild des Mannes, das er von sich selber hat, reinziehen lassen, wie mit einem Sog. Der Zauber des Unbekannten ist vorbeigegangen, weil ich in seinem Bekannten, ich, gefangen war und nicht mehr diese Großartigkeit in ihm sehen konnte. Und schon war jede Beziehung zum Scheitern beurteilt, weil ich halt dann irgendwo den Mann so gesehen hat in seinen Fehlern, wie er sich selber gesehen hat, weil ich super
energetische Lesefähigkeiten habe. Ich kann mich da ganz toll, ja, ich lese dem seine Energie. Und wenn du unbewusst bist, dann schlüpfst du in diese Energie rein und bist quasi Energieverstärker des anderen. Und hilfreich und unterstützend bist du aber nur, wenn du genau das nicht tust und den anderen dort in seiner Energie stehen lässt und sein wahres göttliches Selbst für dich die einzige Wahrheit ist, die du erlaubst zu sehen. Und dann kommst du in deinen Heilerstatus, der dir auch Gott gegeben ist von Natur aus, ja, weil du hast den Fokus, du kannst sehen, was du möchtest, ja, und dann bist du glücklich. Auch wenn der andere unglücklich ist, das ist wichtig, ja, der andere ist gerade unglücklich, weil er in seiner Story drin ist, weil er in seiner alten Story, in seinen Überzeugungen über sich selber drin ist, ist der andere halt gerade unglücklich, motzt, jammert, findet das Leben scheiße, aber du darfst dir erlauben, die Göttlichkeit in ihm zu sehen und dich großartig zu fühlen, während der andere leidet. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der andere aufhört zu leiden, wenn du dich zurückziehst, ihm nicht fütterst in seinem Elend, sondern einfach genau weißt, wie großartig, wie gesund, wie herrlich das Göttliche in dieser anderen Person ist, wird dieses Göttliche sich ausbreiten und strahlen mehr und mehr, als der Verstand dieser anderen Person überhaupt dominieren kann. Ja? Nachher dominierst du, weil die hohe Energie dominiert immer. Nur das braucht Wissen, dass es so funktioniert, wirklich ganz tiefes Wissen, tiefste Überzeugung, die dir dann wieder die Erlaubnis gibt, das zu tun und gegen deinen Urinstinkt mit, ja, ich leide mal mit, zu handeln und einfach zu sagen, okay, ich weiß, was da läuft, ja, ich weiß, in was für eine Story, in was für eine Vorstellung der oder die gefangen ist. Ich gehe da nicht hin, da ist nicht schön, gefällt mir nicht. Ich bleibe hier und sehe die perfekte Form des anderen. Und wenn wir, je mehr Menschen das lernen, für sich und für andere zu installieren, desto mehr wahre Heiler sind hier unterwegs und desto mehr wird die göttliche Wahrheit einer jeden Person an die Oberfläche kommen. Und wenn das der Fall ist, stellt euch mal vor, wie unser Leben aussieht hier. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen nochmal inspirieren. Mach die Arbeit, arbeite an dir selbst, hol dein göttliches, wahres Selbst aus dir raus. Erkläre deinem Verstand, was die Wahrheit ist über dich, dass die Wahrheit über dich nichts mit deiner Story zu tun hat, sondern dass die Wahrheit über dich das bedeutet, was du aus deiner göttlichen Wahrheit heraus machst. Üben, üben, üben. Immer wieder neu wissen. Und ich sag's dir als Skilehrerin, das Schlimmste ist, wenn ich als Skilehrerin jemand hatte, der nie einen Skilehrer hatte und ich quasi mit der Person so lange üben musste, bis es die Bewegungen und alles neu lernt. Viel, viel schwieriger, als wenn ich einen Anfänger hatte, der noch nie Ski gefahren ist und dem ich gerade die richtigen Bewegungsabläufe beibringen konnte und eintrainieren konnte. Dieser Anfänger ist immer viel schneller besser oder auf diesem Level wie jemand, der neu umlernen muss, ganz tief eingefahrene Muster. Und wir alle sind neu, wir sind nicht neu, wir haben eingefahrenes Zeug, das wir umlernen müssen. Und ihr wisst selber, dass das so viel schwieriger ist, als wenn jetzt so ein frisches, neugeborenes Baby auf die Welt kommt und von uns gerade schon in diesem Spirit begleitet wird und wo wir dem Baby schon von null auf Räume eröffnen für seine Großartigkeit und für seine wahre Göttlichkeit. Das kommt gar nicht auf die Idee, auf diesen ganzen Mindfuck, den wir da manchmal haben. Oh, bin ich gut genug? Oh mein Gott, keiner liebt mich. Ich bin zum Scheitern verurteilt. All diesen Bullshit, bis wir den herausgedreht haben. Das dauert. Das muss nicht lange dauern, aber es kann lang dauern. Ja? Reset, genau. Und ein Reset ist möglich, dann geht's ganz, ganz schnell. Und diese Resets übrigens, die sind meistens möglich oder besser möglich, wenn es dir richtig kacke geht. Wenn du am Boden liegst, wenn du keinen Ausweg mehr hast und einfach alles fallen lässt und dich ergibst. Dr. Joe Dispenza sagt das so immer, surrender, surrender. Aber unser System will nicht surrender, das will überleben. Den letzten Scheiß will es überleben.
Und der beste Surrender-Moment ist, wenn du nix, wenn es ausgeht, aus die Maus und du kannst es nicht mehr. Aber du kannst es auch lernen, bevor es soweit ist. Ja? Du kannst es auch wirklich lernen, dich hinzugeben, bevor du wirklich zum Hingeben, dich hinzugeben, in der Auslosigkeit hingeben musst, kannst es auch lernen, das zu tun und nach diesen Regeln zu leben, bevor es ausweglos ist. Also das ist ja das, was ich sagen möchte. Warte nicht zu lange, ja? Sonst treibst du dich in das Rabbit Hole, in das Hasenloch rein und da musst du dich halt dann erst wieder rausbuddeln. Aber auch das ist okay, ja? Auch das ist okay. Auch das hat seinen Sinn. Auch das hat seine Geschenke. Auch das hat seine Erfahrung. Egal, wo auch immer du jetzt in diesem Moment bist, du kannst einfach alles drehen. Du kannst alles entscheiden, wie du es haben willst. Und du kannst die Richtung jeden Moment verändern. Und es ist einfach so, so viel leichter. Wenn du das in einem Coaching machst, wenn du das in einer Gruppe machst, wenn du das in einem Raum machst, wo du einfach von der Energie noch mitgehalten und getragen wirst, wo du dich sicher und kuschelig und aufgehoben fühlst, während du durch die holprigen Winde läufst, die da draußen wehen, ja. Diese ganzen Stürme, die jetzt auf uns zukommen, ja. Es ist schön, wenn wir da einen kuscheligen Raum haben, wo wir uns geschützt fühlen. Deswegen, 1500, solange es noch auf 1500 ist, ich manipuliere nichts, ich warte, wie die Uhr eingestellt ist in meinem Computerprogramm, wo es dann wechselt, Divine Money dann für 3000, auch für 3000. Kannst du immer noch dabei sein, wenn du länger warten musst, also ich habe da auch kein Problem, aber ich möchte es wirklich jedem noch ans Herz legen und einfach sagen, oh mein Gott, ich komme mit und glaube mir, es ist schon eine Gruppe mit ganz, ganz wunderbaren Menschen, die sich gemeinsam auf diese Reise machen bis zum Ende des Jahres und es wird noch mehr solche Stories geben. Und ich meine, diese Story, die ich jetzt erzählt habe, von der, das ist jetzt 4 Wochen her, wo der Kurs fertig war, Divine Creation Circle, und jetzt erfahre ich es erst. Und es ist so schön, es ist alles gewachsen, ja? Es wächst selber. Wir müssen nur den Samen setzen. Und dann den Samen nicht permanent wieder ausreißen, weil wir gerade die Frucht nicht sehen, ja? Sondern einfach uns darauf verlassen, dass wenn wir den Samen setzen und dass wir Wasser drauf gießen, im Sinne von guter Energie, guten Intentionen, von tiefem, tiefem Wissen, dass dieser Samen wachsen wird, dann werden wir ernten. Aber viele ernten einfach nicht, weil sie immer wieder den Samen ausgraben und sagen, wieso ist der noch nicht gewachsen? Das geht so nicht. Wir müssen uns darauf verlassen, dass wenn wir den Samen setzen und wenn wir genügend Wasser und was weiß ich nicht was, Düngemittel, gute Erde geben, dass das dann wächst. Und das, mehr müssen wir nicht tun. Wir müssen einfach nichts tun. Wir müssen einfach den Samen nicht wieder rausreißen, ja. Sondern wir dürfen ganz viele andere Samen weiter. Also anstatt die alten Samen, die wir schon gesetzt haben, immer wieder rauszureißen, wieso beschäftigen wir uns nicht damit, neue Samen zu setzen? Auch gut, oder? Ja, komm in unser Samensetzerprogramm, Divine Money. Du wirst dein ganzes Leben verändern. Du wirst Häuser kreieren, du wirst Gesundheit kreieren, du wirst Business kreieren, du wirst deine Zukunft einfach kreieren, du wirst jeden Moment, der auf dich zukommt, in einer Göttlichkeit kreieren, in der du dich wohlfühlst, in der du dich glücklich und sicher fühlst. Was willst du mehr? Also ich nix. Also ihr Lieben, kommt noch dazu, spart euch die 1500 oder zahlt 3000, wenn euch das noch besser motiviert, noch mehr tiefer mitzuarbeiten, weil das ist halt leider oft so, oft, nicht immer, dass wenn du mehr investierst, dass du mehr rausholst. Weil mein Glaubenssatz zum Beispiel ist, ich habe in mein Coaching investiert, keine Ahnung, vor 1,5 Monaten und mein Glaubenssatz war, das kriege ich mindestens zehnfach zurück. So, und nachdem ich da genug investiert habe, kriege ich auch zehnfach mehr genug zurück. Ja, das ist einfach mein Glaubenssatz. Deswegen hindert mich das nicht, mehr Geld in mich zu investieren, weil je mehr ich investiere, desto mehr kriege ich für mich zurück. Bäm, so einfach ist die Rechnung, wenn es meine Rechnung ist.
Ja. Genau. Also ihr Lieben, einen schönen, schönen Montag. Jetzt bin ich mal wieder richtig in Fahrt gekommen. Ah, ich liebe es so sehr. Es gibt so viel Energie. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.